Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch. Ja, mache ich ein Unboxing? Ich mache ein Unboxing. Zu meinem Wireless-Lautsprecher, den ich mir bestellt habe, der G1 von QBB oder GBB. Ja. Ich werde mal die Kamera nach unten machen, dann werde ich das mal mit euch unboxen, gucken, was da alles drin ist. Und nachher machen wir dann auch noch ein Hardware-Video. Bin jetzt vorher noch nicht dazu gekommen. So. Hier haben wir noch einen Karton mit bei. Da ist ein Lautsprecherkabel mit bei. Ein Klinkenkabel mit zwei, ja, Stereo. Mit zwei schwarzen Rillen. Dann haben wir einen kleinen USB-Kabel mit bei. So, packen wir mal hier aus. Haben wir hier so ein kleines Heftchen noch mit bei. AUX ist 6. Ist leider alles in Englisch. Aber das werden wir schon hinkriegen, denke ich mal. Ich werde mal den Zettel draußen lassen. Gucken wir uns mal den USB-Kabel an, wie groß der ist. Der braucht bei mir jetzt nicht so wirklich groß sein, weil ich lade den. Ich habe ja überall Steckdosen. Ja, das reicht aus. Das reicht locker aus. Der ist ja nur zum Beladen. So, hoppala. Ach, ist wieder ein Wirrwarr hier. So, das hoch, runter, hoch, fertig. Weil ich brauche den nicht jetzt hier auspacken, ich habe hier noch USB-Kabel und so Micro-USB oder Makro, was das ist, USB, da kann ich den hier schön in der Verpackung lassen, den brauche ich jetzt nur nicht unbedingt. Habe ich ihn auf Reserve. Dann haben wir noch ein Klinkenkabel, da können wir dann halt zum Beispiel das Handy dran anschließen, eine Anlage anschließen, PC anschließen. Reicht auch aus, weil die Box soll ja nicht so weit wegstehen, dass man dann halt nicht stellen kann. Und wenn man es mit dem Handy macht, dann klemmt man das ja sowieso per Bluetooth an, deswegen habe ich sie mir ja bestellt. Ich habe ja noch eine, die nämlich für den Sommer und die soll für Balkon sein, dass wenn ich auf dem Balkon sitze und entspanne, nicht hier die große Anlage ständig anmachen muss und hier alles beschalle, da kann ich dann meinen PC mit Bluetooth mit der Box verbinden, mache mir meine Playliste, mache die an und dann geht das los. Und dann, wenn ich fertig bin oder wenn ich dann nach 1-2 Stunden oder länger, muss ich mal gucken, wie lange der Akku hält, vom Balkon komme, kann ich das dann immer noch laden ohne Probleme und dann haben wir das. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier NFC, haben wir hier unten auf der Rückseite. Da haben wir NFC für zum Beispiel mein Samsung-Handy, da kann ich dann wusch machen und dann habe ich die NFC-Verbindung. Dann haben wir hier oben ein AUX. So. Da ist dann der Klinkenkabel, hoppala, Anschluss und da ist der USB-Anschluss und das alles mit so einer Gummi-Ummierung, damit der auch relativ wasserdicht ist, wenn mal wenn so ein Regenschauer kommt. Das ganze Ding ist auch ummantelt mit so einem Gummi. Seht ihr das? Also ich finde den sehr stylisch. Hat hier oben auch dann wieder sowas zum Anhängen. Könnte ich mir dann zum Beispiel auf dem Balkon dann schön an der Seite anhängen und habe dann meinen Sound. Und das ganze Ding ist halt Gummi ummantelt und hier steht dann Spiegel. Und dann steht hier nichts drauf und dann haben wir halt auf der anderen Seite noch Knöpfe für An-Aus. Das dritte An-Aus, Play, Pause, Kopfhörer, Telefongespräch annehmen, da kann man nämlich auch. Das ist Spulen und Plus und Minus und hier Spulen und Plus. So, jetzt werden wir das mal testen. Ich nehme erstmal mein Handy, drücke hier Power. Power on. Power on. Bluetooth Mode. Waiting for pairing.
Das ist halt schade, dass es nicht in Deutsch ist. Jetzt leuchtet es auch blau. Wenn ich jetzt gedrückt halte. Power off. Power off. Einmal geht nicht. Auch mehrmals drücken nicht. Man muss gedrückt halten. Power on. Bluetooth mode. So, Bluetooth. Waiting for pairing. Also die Soundqualität ist jetzt schon mal sehr gut, muss ich sagen. Kann man das, hat man hier nicht auch irgendwo einen Laut- und Leise-Regler? Nee, hat man nicht. Muss man alles über Handy einstellen. Also ich sehe jetzt hier auch Lautsprecher. Und hier stand doch irgendwo Speaker. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Also machen wir einfach mal so. Jetzt suche ich mal mit dem Handy. Welche Bluetooth-Geräte jetzt hier in meiner Nähe sind? Bluetooth ein. So, er sucht gerade. Hier unten stehen jetzt meine verknüpften Geräte. Das ist halt Auto für Autoradio, Fotokiosk, Fotokiosk und Boomshift ist das andere. Boomshift ist mein anderes Bluetooth-Gerät, also praktisch die andere Lautsprecher für unterwegs oder was weiß ich. Den nehme ich meistens mit an den Strand. Ja, und Auto ist halt Autoradio. Und jetzt hat er da unten G1 gefunden. Jetzt drücke ich hier drauf. So, ich bin paired. Für Anruf und Medien verbunden. Das kann ich hier auch noch einstellen. Ich kann sagen Anruf nein. Ich kann Medienwiedergabe nein machen. Das kann man dann im Handy, also bei meinem ist es jetzt so separat einstellen. So. Und ich gehe jetzt einfach mal auf Medien. Unbekannt. Titel 11. Ach so, das sind alle Audio-Dinger. Ach, hier habe ich was. Hier habe ich ein Lied. Oh, der ist aber laut. Kann halt nicht so viel spielen, weil sonst kriege ich wieder Content-ID. Aber wir können ja mal gucken. Dann haben wir hier WhatsApp-Sound. Der ist schön laut. Samsung-Sound. Over the Horizont. Bisschen freundlicher. Laut. Also hier kommt es direkt. Hier ein bisschen dumpfer. Aber so vom Sound her finde ich das gar nicht mal so schlecht. So, jetzt mache ich einfach mal YouTube an und eins von meinen eigenen Videos. Dann kann ich auch nicht Content-ID bekommen. So, gehen wir hier auf mich. So, was haben wir denn hier? Meine Videos. Ah, da haben wir das Tattoo-Video. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Video vom ersten bis zum letzten Stich. Wir machen jetzt meinen Oberarm, so ein verfuschter Totenkopf, hier oben ist die Haut. Kommt ganz gut. Da ist der Totenkopf. Odin, mal shoppen. Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich habe vorgestern schon in Odin war shoppen gemacht, beziehungsweise Odin. So, The Evil Within mache ich jetzt mal an. Na, das. Wenn Sie sich nicht eintragen,
Ein bisschen spulen. Schnell ich ja. Das riecht gut an. Scheiße. Also von Sound her finde ich das gar nicht mal so schlecht. So, jetzt mach ich mal ein neueres. Immer noch drinnen bei YouTube. Ich ja, das übersteuert, das bin ich im Video. Phase. Jetzt. Hört sich gut an. Also ich finde das ganz gut. Ach Scheiße. So, nochmal einen Podcast Leute, anmachen. Ach, wie? Machen wir mal Mitte. Ist nur Festhalten von Tatsachen. Jeden das sein. Das ist halt praktisch. Jetzt. Ich weiß ja nicht, in welchem iPhone das war. Im 5er oder im 4er. Da waren ja auch Chipsätze von Samsung verbaut. Ganz oder gut an. Irgendwie was von Samsung verbaut. Die haben doch dafür Apple dann auch irgendwie. Street Fighter habe ich hier auch noch. Könnt ihr das mal hören, wie sich das. Könnt ihr sehen und hören? Ich werde mal spulen. Das ist so schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Diese, nee, das diese ist One Piece. Sequenzen dazwischen. Das ist One Piece. Und der Sound kommt gut. Also ich finde es toll. So. Mal rausmachen. Ich denke mal, der Bluetooth-Lautsprecher wird seinen Weg auf meinen Balkon finden, weil der ist was größer und der ist schön schwarz und den ist viereckig und den kann ich dann halt schön auf den Tisch stellen, so senkrecht oder an der Seite an der Brüstung machen. Und dann werde ich auch mal hier mit dem Vor-Zurückspulen testen, weil das kann ich jetzt nicht, wenn muss dann ein Lied anmachen und mit der Freisprecheinrichtung. Power off. Ich werde aber jetzt noch kurz testen, wie das jetzt ist, wenn ich das Handy direkt anschließe. So. Power on. Bluetooth mode. AUX in mode. Bluetooth mode. AUX in mode. AUX. Also. Bluetooth mode. AUX in mode. Okay. Ja, das ist jetzt der Kabel jetzt schon Kabelbruch oder? So, und dann gucken wir noch mal, machen wir noch mal das von Samsung an. Muss ich hier wieder lauter machen? Funktioniert auch einwandfrei. Also selbst darüber funktioniert das einwandfrei. Also wenn wir Bluetooth-Mode, ich weiß. Wenn wir kein Bluetooth gerade benutzen off. Können. Zum Beispiel ein MP3-Player könnt ihr da voll machen, hier ranknöpseln, stöpseln und knöpseln. Meine Fresse, was habe ich gehört für ein Deutsche? Ranstöpseln. Und dann könnt ihr ja Musik hören. Ich weiß nicht, wie lange der Akku hält. Das werde ich auf jeden Fall testen. Und zur Not, ich habe ja noch meine Powerbank. Die kann ich hier ranstöpseln und dann kriegt der Strom und dann funktioniert das trotzdem. Und an der Powerbank sind zwei USB-Anschlüsse. Also könnte ich mein Handy separat auch noch anmachen. Beziehungsweise MP3-Player, wenn der leer wird. Und das Weiße, was ich euch letztens vorgestellt habe, die Powerline, die hat so viel Power, ich bin immer noch am Testen. Da will ich jetzt nochmal, das habe jetzt das zweite Mal aufgeladen, die Powerbank, das dauert ewig.
Und ich kriege mein Handy so circa 3,5 Mal mit komplett aufgeladen, wenn es komplett leer ist, komplett aufgeladen und ziemlich schnell. Da wird es auch noch dem nächsten Video geben. So, dann kann ich das jetzt hier erstmal verpacken wieder. Weil der Balkon, der ist noch nicht so weit, wie er jetzt sein sollte. Da kommt noch, muss ich noch ein bisschen Kleinarbeit machen, noch ein paar Lichterketten ran und so, dass er schick aussieht. Und erst dann kommt die Box auf den Balkon, wenn alles komplett fertig ist. Weil ich mache jetzt keine halben Sachen. Aber die kann ich jetzt hier schon bereitstellen. Meine neue Box für den Balkon. So. Puh, das wart jetzt auch soweit. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.